Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei DRF Zertifikate. Wir richten unseren Blick wieder nach Stuttgart auf die Trends und Meinungen der Derivateanleger. Und unser Gast hierzu ist auch heute Norbert Paul, Derivatehändler an der Börse Stuttgart. Hallo, Herr Paul. Der DAX hat ja in dieser Woche nicht nur ein neues Jahreshoch, sondern auch gleich ein neues Fünfjahreshoch markiert. Was meinen Sie? Sehen wir jetzt einen Rücksetzer oder kommt bald das Allzeithoch ins Visier? Das Allzeithoch, auf das warten wir alle. Wir Händler, Anleger, wir alle warten darauf, dass es der DAX endlich schafft, nicht nur über die Marke von 8.000 Punkten zu springen, sondern dann eben in den Bereich um 8.100, 8.150 Punkten vorzudringen, je nachdem, ob man dann eben den Schlusskurs oder dann auch nur das Intraday-Hoch als wirklich Allzeithoch sieht. Aber der DAX lässt uns weiter warten. Dazu hat auch die Aussagen am Donnerstagnachmittag nach der EZB uns wieder erstmal einen Schritt dann auch zurückgeführt Richtung Normalität, also dass uns der DAX weiter vertröstet, nachdem Aussagen von Mario Draghi zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung eher als zögerlich empfunden wurden und man auch feststellen musste, dass Draghi ganz klar gesagt hat, dass letzten Endes diese ganzen Finanzaktionen, Transaktionen, also die Flutung der Märkte mit Liquidität langfristig aber nicht dazu geeignet ist, einfach nur wieder das finanzielle Gleichgewicht an den Märkten herzustellen. Also da würde es etwas mehr bedürfen und das haben die Anleger natürlich nicht so gern gehört. Gleichwohl hat das unseren Derivateanlegern hier in Stuttgart durchaus in die Karten gespielt, denn die haben sich doch etwas skeptisch gezeigt, nachdem der DAX zuletzt zwar immer sich so etwas betteln ließ, dann eben wieder etwas angestiegen ist, aber ihm immer so etwas der Nachdruck fehlte, sind sie auch erstmal der Meinung, dass diese 8.000 und wahrscheinlich sogar das Allzeithoch erstmal für den DAX unerreichbar bleiben. Ganze Reihe von DAX-Konzernen haben ja auch ihre Zahlen vorgelegt. Fangen wir gleich an bei A wie Adidas. Die Tochter Reebok hat hier allerdings ein bisschen die Bilanz verhagelt. Wie kamen denn die Zahlen bei den Stuttgartern an? Ja, das muss man ganz klar sagen. Reebok ist sozusagen das Sorgenkind bei Adidas. Bei Adidas selbst, der Marke, läuft es eigentlich sehr gut. Gleichwohl könnte man jetzt erwarten, wenn man Probleme hat, die Tochter zu integrieren, das erinnert vielleicht so etwas noch, als Adidas noch Adidas Salomon hieß. Da hat das auch nie so wirklich gut gepasst. Aber man muss ganz klar sagen, Konzernchef Heine ist ganz klar der Meinung, dass es gelingen wird, Reebok irgendwann erfolgreich zu integrieren. Wann das sein wird? Da hat er selber gesagt, das weiß er selber noch nicht und das wird er irgendwann anders beantworten, diese Frage. Gleichwohl gehört die Adidas-Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen zu den ganz großen Gewinnern, trotz der schlechten Zahlen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man die Dividende mehr erhöht hat, als man das eigentlich im Vorfeld erwartet hat. Und vielleicht glaubt man auch durchaus den Aussagen des Konzernchefs, dass es eben weitergehen könnte, dass man Reebok irgendwann erfolgreich integrieren könnte. Und die Anleger scheinen sich ja wirklich eher auf die positiven Nachrichten also zu konzentrieren. Und auch bei unseren Derivateanlegern ist es so, hier ist nichts von Frust zu merken. Ganz im Gegenteil, die Aktie ist in 2013 generell bei den Anlegern stärker gefragt. Und so sehen wir auch, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Anleger der Meinung sind, in der Aktie ist weiterhin viel positive Bewegung drin. Zahlen gab es auch von Linde heute. Wie hat man denn darauf in Stuttgart reagiert? Die Zahlen von Linde waren so etwas im Rahmen der Erwartungen. Es gab auch keine großen Kursbewegungen. Generell kann man einfach festhalten, dass Geschäft bei Linde läuft. Und Konzernchef Reitzle hat wieder mal gute Zahlen vermeldet, wo sich der ein oder andere Aktionär vielleicht auch schon gewünscht hat, dass er denn vielleicht auch länger dem Konzern erhalten bleibt. Aber er hat ganz klar gemacht, nein. Er steht nicht für eine weitere Verlängerung zur Verfügung. Er will das Ende. Er will auch nicht in den Aufsichtsrat. Er will das Amt, wie er so schön gesagt hat, dann auch relativ smooth, also recht geschmeidig dann an seine Nachfolge übergeben, ohne dass es hier zu irgendwelchen Problemen kommt. Und man will dann einfach das Geschäft weiter wachsen sehen. Ich habe schon angesprochen, die Aktie selbst hat nicht mit einer allzu großen Bewegung selbst darauf reagiert. Interessant ist, obwohl sich die Aktie schon so gut entwickelt hat und auch obwohl diese eigentlich auch von ja schon fast von Allzeithoch zu Allzeithoch sich aufmacht, sehen wir tendenziell eher, dass auch nach Veröffentlichung dieser Zahlen unsere Anleger weiterhin long gehen, also weiter auf steigende Kurse setzen. Interessant ist hier, wenn sie doch so oft eigentlich unsere Anleger auf Knockout-Produkte setzen, setzen sie auf klassische Optionsscheine. Man scheint also hier der Meinung zu sein, dass es vielleicht etwas dauern könnte, bis es mit der Linde-Aktie wieder weitergeht, bis es neuen Schub geht. Aber man ist wohl auf die Sicht eher von Monaten positiv gestimmt für die Aktie. Dann schauen wir auch noch in den MDAX. Wie positionieren sich Ihre Anleger denn aktuell bei Metro?
Ja, bei Metro gibt es nicht gerade wirklich neue Zahlen oder irgendwas zu vermelden. Es ist tendenziell, so denke ich, eher einfach nur dem Markt geschuldet. Die Metro-Aktie kam zuletzt doch wieder sehr stark unter Druck, hat wieder verloren. Und wir sehen hier, dass jetzt wieder sehr starkes Interesse bei unseren Anlegern aufkommt, hier jetzt mit Knockout-Calls sozusagen antizyklisch zu investieren. Das scheint hier dafür zu sprechen, dass man tendenziell eher einfach sagt, nachdem die Aktie in den letzten Tagen so verprügelt wurde, dass hier jetzt einfach mal die Zeit reif wäre für eine technische Gegenbewegung. Dann schauen wir zum Abschluss noch ganz schnell auf die Devisen. Im Vergleich zum Dollar kämpft der Euro nämlich um die wichtige Marke von 1,30 €. Wie sieht es denn im Vergleich zum kanadischen Dollar für den Euro aus? Es ist ganz interessant, der Euro hat gegenüber vielen Währungspaaren jetzt in den letzten Wochen tendenziell wieder verloren, hat tendenziell auch sehr stark korrigiert. Sie haben es auch schon angesprochen. Beim Euro-US-Dollar ging es wieder sogar unter die Marke von 1,30 Dollar. Beim kanadischen Dollar hingegen, da sieht es etwas anders aus. Da kann man im Chart eher erkennen, dass wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau haben. Und das ist jetzt offensichtlich auch das, was unsere Anleger sehr spannend finden, denn diese positionieren sich jetzt mit Knockout-Calls wieder für eine weitere Aufwärtsbewegung des Euro. Man scheint also hier ganz klar der Meinung zu sein, dass das momentan nur eine Verschnaufpause ist und es dann mit der Kurssteigerung des Euro gegenüber dem Kanada-Dollar weitergehen sollte. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Norbert Paul von der Börse Stuttgart, und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich diese Ausgabe von DRF-Zertifikate nochmals im Internet anschauen. Die Adresse hierfür drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen.